Welcome to the dark side of Japan. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen aus Lanzarote. Ich bin heute unterwegs, um für euch, mit euch, die neue Yamaha MT-09 zu fahren, zu erleben, meinen ersten Eindruck zu schildern für euch. Und das würde jetzt losgehen. 2013 ist es losgegangen mit der MT-Serie und da begann quasi eine Erfolgsserie. Jetzt mittlerweile sprechen wir hier von der vierten Generation. Was die vierte Generation kann, das werde ich natürlich herausfinden. Es gibt viele Änderungen und die gucken wir uns natürlich zusammen an. 38% Marktanteil haben die Hyper-Naked-Bikes. Das ist ein Wahnsinnswert und ist quasi im ganzen Motorradkosmos die größte Gruppierung. Wir sprechen über Charakter und Seele. Charakter und Seele, das sind natürlich zwei starke Wörter, auf die ich gerne eingehen möchte. Charakter und Seele bedeutet nicht nur die Optik, weil die wurde heiß diskutiert. Ich habe euch die Frage gestellt, was haltet ihr eben von der neuen Lampenmaske? Das ist so das Erste, was einen irgendwo abholt, berührt, bewegt, was zum Diskutieren verleitet oder vielleicht auch sogar polarisiert. Im Endeffekt ist es ja wie bei einem Menschen, ne? Also man guckt dem Menschen ja auch direkt ins Gesicht und das machen wir jetzt auch mal hier bei der MT-09. Wir sprechen auf jeden Fall heute über die inneren Werte, über die neuen Feature und was halt auffällt, was es Neues gibt. Nicht nur vorne wurde angepasst, hinten auch. Das Heck ist ein bisschen schlanker geworden und deutlich schlanker geworden ist der Sitzbankbereich. Die Sitzbank ist jetzt zweigeteilt wieder und hier dieser Bereich, da wurde angepasst. Die Sitzhöhe ist gleich geblieben. Neues Rücklicht gab es noch in diesem Zuge. Und dann gehen wir mal weiter zum Lenker. Wir sehen hier auch neue Armaturen, Ride-by-Wire. Wir haben hier einen ganz großen Mode-Knopf. Der Notausschalter ist gleichzeitig auch der Startknopf. Und was sehen wir hier auf der linken Lenkerseite? Da sehen wir einen 5-Wege-Joystick. Wir sehen einen Knopf für den Tempomaten. Dann gibt es einen neuen Blinkerschalter. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie beim Auto gemacht. Gehe ich natürlich später noch drauf ein. Wir haben eine Seilzugkupplung. Der Hebel ist hier in der Weite einstellbar und wir haben von Brembo noch eine neue Bremspumpe für mehr Performance. Das ganze Teilchen ist hier verbaut, natürlich radial. Für einen konstanten Bremsdruck soll das Teil sorgen. Ich würde aber sagen, da hatte ich vorher irgendwo nicht das Gefühl, dass es da Schwierigkeiten gab. Dann gibt es leichte Veränderungen der Airbox. Da gehe ich auch nachher drauf ein. Ich umreiße es jetzt mal. Hier haben wir so Gitterchen. Also auch hier wieder schön gemacht. Die Haptik ist fein. Also alles, was du anfühlst, alles, was du betrachtest, das sieht direkt mal sehr schick aus. Mit schick meine ich natürlich hier die Verarbeitung. Wie gesagt, übers Design kann man streiten. Das polarisiert sicherlich. Schreibt auf jeden Fall mal da in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier haben wir dann noch den Blick auf das 5 Zoll TFT-Display. Und man hat auch hier ausdrücklich gesagt, man hat größten Wert auf eine leichte Bedienung gelegt. Das Rädchen ist weg. Das gehört der Vergangenheit an. Drehen, drücken. Das war schon ein bisschen knifflig. Also da bin ich auch ein echter Fan von so einem Joystick und ich muss sagen, das sieht auf jeden Fall mal gut aus. Wir haben eine Connectivity natürlich mit dem Smartphone und eine Navigationsmöglichkeit, dass wir hier eine Kartendarstellung angezeigt bekommen. Wir haben verschiedene Fahrmodi, die wir hier oben rechts gekennzeichnet haben. Da haben wir zum einen den Rain-Modus, den Street-Modus, den Sport-Modus und dann nochmal den Custom 1 und Custom 2 oder eben User Mode genannt. Die kannst du dann frei programmieren. Du kannst auch in diesen Custom Modi einstellen, was du im Endeffekt für Vorlieben hast, und auch die Helferlein, die vorkonfiguriert sind in den anderen Mappings, die lassen sich dann teilweise auch deaktivieren bzw. ausschalten. Quickshifter mit Up- und Down-Funktion, und der Blipper funktioniert jetzt auch, wenn du die Drosselklappe noch geöffnet hast. Was interessant ist, dass wir hier das Teilchen serienmäßig haben, und hier sprechen wir auch von der dritten Generation. Das Getriebe ist in der Abstufung 4. bis 6. Gang noch ein bisschen feiner geworden. Das muss ich natürlich beim Fahren ausprobieren. Die Spiegel sind ein bisschen größer geworden, so dass man vielleicht auch den rückwärtigen Verkehr besser im Blick hat. Dann haben wir die Positionierung des Lenkers. Also ihr erinnert euch vielleicht noch an die recht hohen Reiser. Der Tank ist was flacher geworden, hat aber nach wie vor ein Volumen von 14 Liter. Kommen wir noch zur Bereifung. Hier haben wir den Bridgestone S23, den ich bereits in Südafrika testen konnte. Ein sehr, sehr guter Reifen, wie ich finde. Also auch hier die neueste Generation, da setzt man auf Performance. Auch hier eben Hypersportreifen, der genau zu diesem Motorrad passt oder passen soll. Und was ich echt gut finde, dass ich vor noch gar nicht so langer Zeit einfach das Vorgängermodell gefahren bin. Was vielleicht viele von euch gar nicht auf dem Schirm haben, und hier begrüße ich auch mal die wirklich 56.000 neuen Zuschauer auf dem Kanal. Ja, ich bin früher ein bisschen Rennen gefahren, könnte man so sagen, IDM Superbike und so weiter und so fort, und habe in allen Bereichen irgendwo meine Racing-Erfahrung gemacht. Und mit diesem Motorrad hier, also nicht genau mit diesem Motorrad, sondern mit der MT-09 der ersten Serie, konnte ich sogar mal das Fischereihafenrennen gewinnen. Wann? Echt toller Erfolg, einer meiner letzten Erfolge, muss ich sagen. Man wird ja ruhiger im Alter, ne? Aber damals noch belächelt, haben wir viel modifiziert und das Ding hat abgeliefert. Wie weit wir jetzt sind in der 4. Evolutionsstufe, ich lasse mich überraschen. Das wird auf jeden Fall ein Fest heute hier auf Lanzarote. Wirklich ein Zufall, dass ich hier bin bei diesem Pressetest, weil irgendwie einer abgesprungen ist, und so konnte ich dann doch noch mit. Schreibt da auch gerne mal in die Kommentare, wie wichtig für euch diese neuen Modellvorstellungen sind. Wenn man es so in den Kommentaren liest, ist der ein oder andere doch sehr dankbar, wenn man einfach mal so den ersten Eindruck bekommt. Ein Test ist es definitiv nicht. Es ist wirklich ein erster Fahreindruck, und meine Beschreibung, wie sich das anfühlt, klar, die Geschmäcker sind erstmal unterschiedlich, und das kannst du auch nie pauschal sagen. Sicher wird der ein oder andere sagen, oh, interessiert mich nicht das Fahrzeug, aber dennoch ist es immer schön, einen ersten Fahreindruck zu bekommen, und ich finde das auch extrem wichtig, gerade im Motorradbereich, weil wir hier mit Emotionen zu tun haben, weil die Motorräder sehr unterschiedlich sind, und sind wir mal ganz ehrlich, schlechte Motorräder gibt es nicht mehr wirklich. So, ich habe Platz genommen, und das ist wirklich interessant. Ich komme satt mit beiden Füßen auf den Boden. Was ich echt jetzt schon feiere, ist die Navigationsanzeige, die toll integriert ist hier im Display. Ja, Quickshifter arbeitet fein. Ich bin im Street-Modus gestartet. Oben links haben wir die Ganganzeige, mittig die Geschwindigkeitsanzeige. Kupplung ist okay von der Handkraft, das passt. Ich meine, gut, zum Schluss ziehen hier auch richtig Newtonmeter dran, ne? Das ist halt schon ein kräftiges Motorrad. Der Sitz fühlt sich so ein bisschen gewölbt an, aber ich habe genug Raum. Man sitzt ein Stückchen nach vorne geneigt, hat jetzt etwas mehr Druck auf dem Vorderrad. So die ersten Meter geben dir ein sicheres Gefühl. Natürlich auch hier mit einem geilen Reifen in der erste Ausrüstung, also der auch nochmal Vertrauen schenkt. In der Wahnsinns-Location macht auf den ersten Metern einen ganz fantastischen Eindruck, und der Motor ist einfach schon immer ein Traum gewesen, ne? Dieser CP3-Motor, der so bärig, knurrig, so aus dem Keller raus beschleunigt, vom Display hier haben wir die Möglichkeit, 4 verschiedene Themen auszuwählen. Und was absolut cool ist, ist die Integration der Navigation. Wirklich perfekt. Du musst jetzt hier auf keinen Wert verzichten. Das sind alle Anzeigen im Überblick. Allerdings muss man dazu sagen, im Heck, das gucken wir uns nachher an, liegt ein Handy, was hier die Navigation bereitstellt. Was auch dort übrigens mit Strom versorgt wird. Lichtmaschine ist ein bisschen größer geworden. Also was ich mir jetzt wünschen würde, wäre vielleicht noch eine Steckdose hier oben. Aber sowas lässt sich ja nachrüsten. Der Zubehörkatalog ist auch hier wieder immens groß. Überheizgriffe, Sturzpads, komplette Auspuffanlage, wo bleiben keine Wünsche offen und natürlich auch sämtliche Variationen des Windschildes, da kannst du dich richtig austoben. Was mir gefällt, ist so der Druck auf dem Vorderrad, so wie der Lenker positioniert ist, und es ist ein ordentlicher Lenker, also wirklich ein 28er Lenker, nicht so ein 20 mm Stahlblechlenkerchen, sondern das ist ordentlich. Was für eine geile Location. Hammer. Hier ist jetzt die Location für die Tracking-Shots und die Videoshots, Fotos, Videos. Das Ganze passiert hier komplett auf einer abgesperrten Straße. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt sprechen wir natürlich noch über die Facts. Der CP3-Motor hat 890 Kubikzentimeter. Es ist ein markanter Dreizylinder eben mit Charakter. Wir haben 119 PS bei 10.000 Umdrehungen und 93 Newtonmeter bei 7.000 Umdrehungen. Eine A2-Variante gibt es natürlich auch. Die Bremsscheiben haben einen Durchmesser von 298 mm, Doppelscheibe, 4 Kolben Bremszangen packen hier rein in die Scheiben, und dann haben wir oben die neue Brembo Bremspumpe. Das sollten wir hier auch noch mal zeigen. Das Gewicht liegt bei 193 Kilogramm, der Tankinhalt liegt bei 14 Litern. Die Sitzhöhe ist 825 mm. Die Gabel ist deutlich straffer geworden und durch die Sitzposition, also Fußrasten sind ein bisschen höher, Sitzhöhe ist gleich geblieben, aber Position Lenker ist ein bisschen flacher geworden, der Tank auch. Hast du einfach mehr Druck auf dem Vorderrad und ein schönes Feedback und ein sehr, sehr gutes Feeling. Wir haben hier ein 120/70/17 auf dem Vorderrad und ein 180/55 auf dem Hinterrad. Und normalerweise, ich habe jetzt nichts gefunden, müsste das aber schon eine 6 Zoll Felge sein. Hier haben wir nochmal den Blick auf den Unterflur-Auspuff, nenne ich es jetzt einfach mal, hat halt den Vorteil, wenn du umkippst, gibt es einfach keine teure Seite. Das Ganze sieht dann nochmal anders aus eben in Verbindung mit dem Acra, weil der kommt dann hier klassisch hoch, sieht natürlich toll aus. Der Grip von der Sitzbank ist angenehm, und wenn du jetzt da drauf sitzt, hast du so, ja, so eine leichte Kuhle, es ist leicht konkav hier in dem Bereich. Aber auch nicht mehr so steil in Form Richtung Tank, sondern eher gerade. Das verhindert auch, dass du immer so ein bisschen beim Bremsen auf diesen Tank rutschst. Euch beiden mal kurz belästigen mit einer kurzen Einschätzung der Lage. Wie gefällt es denn so im Vergleich zum Vorgängermodell vielleicht. Gut, man merkt die Fortschritte, sage ich mal, ne? Also sich um viele Kleinigkeiten gekümmert, die vorher so kritisiert wurden. Sitzposition, so, dass sie so ein bisschen hibbelig gefahren ist, dass die Bremse so ein bisschen stumpf war und ja, das ist jetzt alles besser geworden. An jeder kleinen Schraube ein bisschen verdreht. Und insgesamt dann deutlich harmonischer. Was würdest du sagen, was ist am ersten Charakter und was ist Seele bei dem Motorrad? Ja, der Motor ist auf jeden Fall das charaktervollste, würde ich mal sagen. Und die Seele ist natürlich tiefschwarz, weil Dark Side of Japan und so. Till! Ja! Schön, dass du wieder dabei bist! Ja, hallo Jens! Schön, dass wir uns sehen! Was hast du denn? Mal wieder. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Also ist jetzt, ich finde, sie hat schon wirklich einen anderen Charakter bekommen, die Kiste. Ja. Ist, man sitzt halt einfach deutlich mehr zum Vorderrad orientiert und hat viel mehr Gefühl fürs Vorderrad. Die Gabel ist ein bisschen straffer. Es ist schon wirklich zum Vorgängermodell ein anderes Motorrad. Ne? Obwohl relativ kleine Schritte gemacht wurden, aber insgesamt als Paket wirkt sich das schon ordentlich aus. Das ist jetzt deutlich mehr eine Hyper-Naked, die alte war mehr ein Funbike, die ganz alte war sowieso relativ hochhackig, ein bisschen mehr Richtung Supermoto schon fast. Und ja, jetzt ist es richtig schönes Straßenmotorrad zum Heizen. Ausgewachsen. Ja, also sehr schön. Knackiger. Das Essen war lecker. Ich bin gesättigt hier und jetzt ist auch Zeit, um über das Tacho-Instrument zu sprechen, über das TFT-Display, was natürlich noch viel mehr Möglichkeiten bietet. Und gerade durch die Verwendung der gleichen 6-Achs-IMU gleich zur Yamaha R1. Du hast nämlich hier wahnsinnig viele Konfigurationsmöglichkeiten. Da gucken wir uns das Ganze mal an. Du hast ja die verschiedenen Fahrmodi und wenn du dann über den Mode-Knopf auf der rechten Lenkerseite drückst, dann hast du hier die Parameter, die voreingestellt sind. Und was dann interessant ist, dafür sind die User- oder Custom-Modi gedacht, dass du hier dann deine Einstellung vornehmen kannst und ganz bequem mit dem Joystick hier auf der linken Lenkerseite kannst du dann das Ganze variieren. Also das ist gut gemacht, gut gelöst. Ich meine, das ist nicht unbedingt selbsterklärend, da geht es schon ins Detail. Allerdings muss ich fairerweise sagen, wer dann so ein Fahrzeug besitzt, der geht dann auch wahrscheinlich eher ins Detail wie wir, weil für uns ist es immer eine Momentaufnahme. Ich zeige euch, dass es das gibt, aber in so einem Untermenü dann rumzuflitschen, ist das schon eher umfangreich. So, dann gucken wir doch mal hier unten rein. Das geht auch einfach. Ich schiebe das einfach nach vorne weg und hier unten ist das Handy dann drin, ist connected mit dem Kabel, wird gleichzeitig aufgeladen. So simpel, so gut. Und beim Zumachen geht es gleichermaßen einfach nach hinten schieben, abschließen und dann ist das ohne Klopfen, ohne Ruckeln und Zuckeln erledigt, das ganze Thema. Ja, dann haben wir hier nochmal den Blick auf den Wasserkühler. Der ist schön eingefasst hier noch mit einem Kunststoff. Auch der Kunststoff ist nicht so ein harter Plastik, sondern so, ja, also es fühlt sich auch gut an und ta-ta-ta-ta, ein großes Lob. Die Hupe wurde besser versteckt. Das wurde einfach besser oder schöner verstaut und macht jetzt einen sehr guten Eindruck. Auch schon angesprochen, wir haben eben den Auspuff, der mit seinem kompletten Volumen zentral unten am Motorrad befestigt ist. Das ist natürlich immer gut. Der Schwerpunkt bleibt niedrig. Hier sieht man auch noch schön an der Fußraste, die Position lässt sich verändern. Die könnten wir jetzt noch ein bisschen höher setzen. Ich finde das in Ordnung. Mit 1,80 Meter komme ich da sehr gut zurecht. Also man hat eben diese Möglichkeit. Ja, das ist im Endeffekt schon so meines Erachtens die ausgewachsenste Variante der MT-09. Kann man gar nicht anders sagen. Oh. Wir fahren jetzt hier mal eine schlechte Straße lang und da würde ich auf jeden Fall mal behaupten, da liegt das Fahrwerk eher auf der straffen Seite, was aber bei normalen Fahrgewohnheiten, Fahrbedingungen gar kein Problem ist. Ich glaube es nicht. Es regnet tatsächlich. Das gibt's ja gar nicht. Naja, auf der anderen Seite kann man dann direkt auch mal in den Rain-Modus gehen. Das geht ja auch während der Fahrt. Custom, the Bob, einmal durchgeblättert. Das Umswitchen zwischen den verschiedenen Modi ist sehr einfach. Aber das ist der Wahnsinn, oder? zack, regnet's. Aber so schnell wie das anfängt zu tröpfeln, so schnell hört es auch wieder auf. Das ist halt der große Unterschied zu Deutschland, ne? Das wäre bestimmt eine spektakuläre Auffahrt gewesen, aber jetzt hier so durch die Wolken durch, mit nasser Straße, eher verhalten im Rain-Modus. Aber hier sind wir ganz am obersten Ende von Lanzarote und haben hier den Blick auf La Graziosa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also mit ein bisschen Fantasie kann man es erkennen. Und die Wolken ziehen auch weiter. Es ist echt relativ stürmisch. Aber ich gehe jetzt rein und trinke noch einen Kaffee. Ja, wir kommen einfach jetzt mal zum Fazit. Was ist mir positiv aufgefallen, was finde ich extrem gut? Und da fangen wir direkt einfach mal an hier mit der Lichtmaske, mit der Lampenmaske, mit der neuen. Ich finde, es passt gut zum Motorrad und unterstreicht auch den gewissen Charakter. Das hat ein Alleinstellungsmerkmal, definitiv. Also da kannst du eigentlich sagen, gut, es müsste hier nicht unbedingt MT-09 draufstehen. Und dann sieht man hier schön Licht, Fernlicht, also wirklich sehr minimal. Die LEDs, die da vorne rausleuchten und dann eben aggressiv im Look und ein Stückchen nach unten geneigt, die Positionslichter. Eure Meinungen gingen da auch brutal auseinander von Herzchen und wow und super bis hin zu geht gar nicht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Sehr positiv aufgefallen ist die potente Bremse, also da gibt es gar nichts zu mäkeln. Die Konstellation Bremspumpe hier, die neue Brembo-Pumpe und diese Scheiben, das matcht gut. Die Lenkerform, Position und Höhe der Reiser, das ist sehr angenehm. Du sitzt jetzt wirklich satt im Motorrad, auf dem Motorrad und auch so die schmalere Gestaltung der Sitzbank finde ich klasse. Gerade auch wenn du 1,80 Meter bist. Das suggeriert dir direkt ein besseres Handling, du hast eine bessere Kontrolle, aber du kannst auch das Motorrad entspannt fahren, du kannst das Motorrad auch mal auf Natur fahren. Die Sitzhöhe mit 825 mm ist in Ordnung, also wie man sieht, ich komme satt mit beiden Füßen auf den Boden, ich bin leicht nach vorne geneigt, habe einen ordentlichen Druck auf dem Vorderrad und daher auch ein sehr gutes Feeling für die Front. Generell ist das Feeling fürs Motorrad super, weil du genau weißt, was passiert. Also das ist echt gut gelungen. Der hintere Dämpfer ist einstellbar. Das Ganze funktioniert mit einem Hakenschlüssel. Und hier kommt das kleine Secret. Da nimmt man die Abdeckung weg und dann hat man die Möglichkeit, auch den Dämpfer einzustellen. Ich würde auch hier mal behaupten, dass das Fahrwerkssetup eher schon sportlich ist, also es ist knackig, da vermisst du nichts, gerade wenn du mal laufen lässt, das ist super. Und auch so das Hin- und Her-Switchen zwischen den einzelnen Modi funktioniert einwandfrei. Fein ist es auch, wenn wir jetzt mal das Tacho-Instrument angucken, die Ablesbarkeit, auch der Winkel ist in Ordnung. Als Fahrer musst du jetzt nicht unbedingt deinen Blick sehr weit nach unten neigen, also das geht komplett klar. Die MT-09 der vierten Generation hat jetzt nun auch eine Cruise Control, die hier aktiviert werden kann an der neuen Schalterarmatur. Das Bestätigen, das schneller, langsamer Wählen der Geschwindigkeit, das funktioniert sehr weich, sehr easy und so muss das eigentlich auch funktionieren, nichts anderes. Schick ist jetzt mittlerweile auch der Fußbremshebel, das ist ein Aluhebel, allerdings aufpassen, wenn man mal umkippt, ist hier natürlich die Gefahr, dass so ein Hebel abbricht, etwas größer. Nach wie vor haben wir hier einen Stahlhebel, sollte der sich mal ein bisschen verbiegen, wenn das Motorrad mal umkippt, dann kann man das ausrichten und die Fahrt kann weitergehen. Die Motorhaltepunkte wurden hier nochmal verstärkt und das sorgt natürlich auch nochmal für eine höhere Stabilität des Rahmens. Jetzt kommen wir nochmal zum Sound. Ansauggeräusch ist toll, also das ist was man während der Fahrt wahrscheinlich wieder schwer einfangen kann. Deswegen empfehle ich eine Probefahrt, macht euch da selber einen Eindruck. Also ich feiere es richtig, das ist kräftig, das ist nicht nervig. Soundkulisse ist toll und was da unten bzw. hinten rauskommt, das ist in Ordnung. Also hier oben hat man Spaß und nervt die Leute nicht mit einem lauten Auspuff. Das Herzstück, der Motor, der CP3-Motor, der performt einfach und das ist für mich der größte Charakter an diesem Motorrad. Design und wie es daherkommt, das ist eine Sache für sich, das kannst du diskutieren, aber über den Motor lasse ich nichts kommen. Ich bin ein absoluter Fan von diesem CP3-Motor und wie sauber der hochdreht, aus dem Keller raus. Du kannst wirklich mit niedrigen Drehzahlen durch Ortschaften fahren und auch schaltfaul fahren. Wirst du ein bisschen aktiver beim Schalten, dann geht so die Post ab. Das ist einfach eine wahre Freude und hier mit diesem Setup fürs 24er Modell muss ich auch sagen, dass das Fahrwerk sehr gut arbeitet. Ich bin dennoch gespannt auf die SP-Variante, weil die SP, die kommt jetzt ein bisschen später. Also Anfang März ist das Motorrad hier beim Händler und die SP kommt Ende März. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil das war immer noch ein Tacken besser, wo ich gesagt habe, ihr fragt mich ja immer so, warte oder probier erstmal die SP. Und ich glaube, hier ist die Lücke nicht mehr ganz so groß. Also da haben wir hier die Standard, die wird wahrscheinlich sehr nah an der SP sein, denke ich mal. Ab einem Preis von 11.199 € ist das Motorrad zu haben. Macht euch gerne ein eigenes Bild, Fahrprobe. Das ist so mein erster Eindruck. Ich würde sagen, ich könnte mich jetzt spontan gar nicht für eine Farbe entscheiden. Ich finde alle drei ganz gut. Es gibt so ein Standardblau, dann so ein Schwarz-Matt und eben hier so dieses Grau mit den hellen Felgen, was ihr sehr gut steht, wie ich finde, und auch die gute Verarbeitung unterstreicht. In meinen Augen sieht das sehr, sehr hochwertig aus alles. Die MT-09 der vierten Generation ist in meinen Augen wirklich ein Motorrad mit Charakter und Seele, definitiv. Es passt alles, es funktioniert gut, die Qualität ist gut, die Verarbeitung ist schön. Ich würde sagen, an dieser Stelle, lasst gerne ein Abo da, guckt euch gerne noch auf dem Kanal um. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann sehen wir uns in 3 bis 4 Tagen wieder. Tschüssikowski, bis Danimanski.